Welche Zeltform eignet sich besser für Schneewetter? Hallo, hier ist der Ralf von Jotteland. Heute schneit es hier bei uns hinterm Haus doch eigentlich für unsere Verhältnisse sehr gut. Und ich habe gerade zwei Zelte im Hof stehen. Das eine ist die Jurte und dann weiter hinten steht das Tentipi. Und ich werde auch öfter gefragt, welche Zelte besser für den Winter geeignet sind. Jetzt bietet so eine Jurte natürlich bei, ich sage mal, vergleichbarer Grundfläche aufgrund der Seitenwände natürlich schon mal sehr viel mehr Platz. Die größeren Modelle dann mit 6 Meter und 8 Meter sowieso. Aber ihr seht hier bei der 5er Jurte schon, die mit einem relativ steilen Dach ausgestattet ist, dass da doch der Schnee und vor allem, wenn er jetzt so langsam pappig wird und zusammenrutscht, dass er da das Dach sehr eindrückt. Während, wenn ihr hinten auf das Tentipi guckt, da rutscht der Schnee einfach ab, einfach aufgrund der steileren Dachneigung. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eine 6er Jurte noch viel flacher ist, dann bin ich da einfach ständig in der Pflicht, der Schnee abzuräumen. Und genau das habe ich jetzt bei der Jurte erstmal vor, weil das wird mir dann doch zu schwer. Ihr seht, wie die Schneelast hier aufs Dach drückt. Also da ist einfach das Dach schon zusammengesunken. Und wenn jetzt der Schnee von oben hier noch anfängt, weiter runter zu rutschen oder gar zu tauen und sich ans Wasser hier sammelt, dann gibt es einen ziemlich schweren Sack. Und deswegen muss das hier runter. Ich kann natürlich auch versuchen, von außen jetzt abzuräumen. Das geht am besten mit einem Besen, also Besen mit einem langen Stiel. Es darf aber nicht spitze sein. Also ich kann da keine Äste oder keine Räche oder irgend sowas nehmen oder keine Schaufel, um den Schnee runterzuziehen, sondern ich muss tatsächlich was Weiches haben. Also ein Besen wäre zum Beispiel gut geeignet. Den Besen kann ich auch innen nehmen, wenn ich nicht ans Jurtedach hochkomme, um den Schnee dann runterzukriegen. Also wer tatsächlich im Winter ist der Besen ein gutes Werkzeug. Hier sollte es einfach von der Höhe her, von der Jurte, noch mit der Hände machbar sein. Bei einer großen, hohen 8 Meter Jurte, da wird es dann schon wieder schwieriger und da ist das Dach dann auch so flach, dass es vom Klopfen allein nicht rutscht. Also da muss ich tatsächlich von außen gucken, was ich mache. Die nächste Möglichkeit wäre natürlich einfach anzufeuern, dass es warm wird, dass der Schnee schmilzt. Aber ich bin jetzt bereits am Punkt, wo das Dach so weit durchhängt, dass ich dort das Schmelzwasser sammeln würde. Das heißt, es wird an der einen Stelle immer schwerer und schwerer und sammelt sich immer mehr. Von daher klopfe ich es jetzt runter. Jetzt sind wir in der Jurte und ihr seht die Seite vom Dach, die ich noch nicht geräumt habe, wie hier tatsächlich die Last des Dachs nach unten drückt und sich die Säcke bilden. Und das ist natürlich sträflich, wenn hier jetzt tatsächlich das Tauwasser oder noch mehr Schnee zukommt, dann bricht euch die Jurte irgendwann zusammen, weil oben die Statik einfach nicht mehr mitmacht. Die Jurte ist geräumt, das Dach darf sich jetzt wieder beschneien lassen, es ist wieder schön straff gespannt, vielleicht dieser nässere Schnee, vielleicht rutscht der jetzt auch einfach aufgrund der Dachneigung ab, aber trotzdem muss ich einfach bei Schneefall hier regelmäßig kontrollieren, wie das Dach sich aufspannt. Also spätestens heute Abend werde ich hier nochmal den Schnee runter machen, wenn es so weiter schneit wie jetzt. Aber wir gehen jetzt noch kurz rüber zum Tentipi und schauen uns dessen Situation kurz an. Diese tipiförmige Zelte, in dem Fall ein Tentipi Zirkon 7,
Die haben natürlich den Vorteil von der Bauform. Auch ein klassisches Indianer-Tipi, was noch ein bisschen steiler ist in der Seitenwände, hat schon mal einmal von der Geometrie her den Vorteil, dass der Schnee hier abrutscht. Ihr seht, es war der gleiche Schnee, der auf dieses Zelt fällt. Da haben wir noch nichts dran gemacht, aber da bleibt fast nichts liegen. Es sammelt sich im unteren Bereich hier. Und da muss ich schon ein bisschen drauf gucken. Auf die Eigeheide kommen wir da noch kurz. Aber es drückt mir diese Bauform nicht zusammen, zumal ich hier beim Tentipi Zirkon oder Saphir noch die Möglichkeit habe, diverse Sturmabspannungen an der Seite zu spannen, um das Zelt nochmal nach außen zu ziehen. Das würde eben beim Schnee auch nochmal mehr Stabilität geben. So, wenn es nur am Boden befestigt ist, drückt es am Boden etwas zusammen. Es wird eher steiler dadurch, aber der Schnee liegt quasi dann auf dem Boden auf. Ich verliere etwas Innenraum, aber ich komme mit der Statik des Zeltes nicht in die Bredouille. Also, jetzt kommt doch kurz mit rein und dann erzähle ich euch drinnen noch kurz, auf was man achten sollte, wenn man mit einem Tentipi oder auch irgendein anderes Tipi im Winter im Schnee stehen. Ja, herzlich willkommen hier im schneebedeckten Zentipi. Von unserem letzten Video steht hier noch der Ofen drin und das Feldbett, auf dem ich gerade sitze. Es ist zweckmäßig eingerichtet so. Ich kann warm machen, ich kann mich hinlegen. Wenn ich mich hier jetzt umgucke, dann sehe ich in der Tat, dass der Schnee natürlich schon in der Geometrie des Zeltes eingreift. Also wie ich gesagt habe, es wird einfach enger, die ganze Geschichte hier. Das seht ihr jetzt hier, Punde, wo einfach der Schnee dann drückt. Der Unde auf der Schneelappe dann auch liegt. Da hilft jetzt, da kann man auch abräumen, keine Frage. Ja, da würde es helfen, die Sturmabspannungen des Zeltes einfach mit aufzuspannen, weil dann das Raumgefüge vom Tentipi besser erhalten bleibt. Oder ihr habt so großzügig geplant, dass es einfach gar nicht braucht. Aber auf was ich raus will, wenn der Schnee außen auf der Stormflaps, auf der Sturmlappe liegt, und eventuell auch die Belüftung zudrückt, dann müsst ihr ein bisschen mit dem Befeuern aufpassen, weil dann habt ihr wirklich einen hermetisch abgeschlossenen Raum. Ihr habt ein Feuer drin, was vielleicht nicht richtig brennt. Ihr habt einen Ofen drin, der vielleicht nicht richtig brennt. Und dann solltet ihr tatsächlich vielleicht einen CO2-Warner, Entschuldigung, einen CO-Warner, einen Kohlenmonoxid-Warner verwenden. Oder sicherstelle, dass ihr eine ausreichende Belüftung im Zelt doch habt. Da kann man ein Eingangsstück auflassen, man kann regelmäßig kontrollieren, aber wenn man nachts halt 8 oder 10 Stunden im Zelt schläft und es schneit draußen 20 cm oder mehr Schnee drauf, dann müsst ihr einfach wissen, dass ihr dann wirklich in einer hermetisch abgedichteten Glocke seid und keinen Luftzug mehr nach oben raus habt. Merkt man aller Regel darin, dass der Ofen immer genug Sauerstoff zieht und vielleicht auch mal zur Seite rausqualmt. Aber man merkt es eben nicht immer. Von daher seid da vorsichtig. Das ist der einzigste Knackpunkt, wo ich sage, da kann ein Ofen im Zelt gefährlich werden. Und zwar dann, wenn der Schnee außer alles abdichtet. Ja, zur Lebensqualität noch kurz hier nehme ich die Kamera runter. Es schneit natürlich auch durch die Tipi-Durchführung hier schön durch. Und das sieht man dann, wenn man runter geht auf den Ofen, tatsächlich, dass der auch schön nass ist. Das ist tatsächlich der Bereich um den Ofen rum, wo so ein Zelt nicht ganz dicht sein kann. Ja, das war's so für heute, so der Vergleich von diesen zwei Bauformen, von der tibiförmigen Zelte zu unserer J-förmige mit dem flachen Dach und der steilen Seitenwände, wie die sich tatsächlich so im Winter schlagen, beziehungsweise auf was ich achten muss. Ich sage Dankeschön, bis dahin, tschüss, euer Ralf von Jotteland.